Ja, grüß Gott, ich bin Volkmar Hoeber, Zahnarzt in Schwarz in Tirol. Und ich implantiere jetzt schon etliche Jahre und habe die Zeiten schon durchgemacht, wo wir zuerst die Kronen mit den Abutments verschraubt haben. Dann ist es wieder ganz abgekommen. Dann haben wir individuelle Abutments gemacht und die Kronen zementiert. Da habe ich gesehen, dass die Zementfuge da im Bereich von der Ginge war oder Subginge war, auch nicht unbedingt das Ideale war, und da sind wir wieder zurückgegangen in Abstimmung mit allen anderen auf die okklusal verschraubten Kronen oder okklusal verschraubten Brücken. Mit diesen Titanbasen und den individuell gefrästen Keramikaufbauten. Und die funktionieren auch oft einmal eben nicht so toll. Und dann bin ich eben in Kontakt gekommen mit dem ERB-Apartment. Und da hat mich schon dieser Übergang vom Implantat, weil ich implantiere mit Nobel, und da habe ich durch diesen konischen Aufbau schon einen viel besseren Übergang aus diesem Konus heraus in das Durchtrittsprofil von der Krone. Und ich habe diese problematische Übergangszone von Titan auf die Keramik habe ich jetzt nicht mehr direkt unten beim Implantat liegen, wo es erfahrungsgemäß immer wieder zu Problemen kommt. Ich habe jetzt ein paar gemacht von diesen ERB-Apartments. Die Erfahrungen sowohl beim Einsetzen wie auch in der weiteren Kontrolle haben mich als gut empfunden. Was ich als toll empfinde, dass ich natürlich auch schon bei der Operation vom Implantat das einscannen kann, in Ruhe der Techniker das Durchtrittsprofil plant und konstruiert und mir dann die fertige Krone mit dem ERB-Abutment kriegen und dann einsetzen können und dann mit einem guten Erfolg verschrauben können, wo mit einem sehr schönen Durchtrittsprofil und einem schönen Gingiver-Saum. Ja, also meine Erfahrungen sind positiv mit dem ERB-Apartment. Also für mich ist das sicherlich ein deutlicher Schritt weiter von der Titan-Basis zu dem ERB-Apartment.